Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA 15 und zwar die Demo-Version. Diesmal werden wir wieder mal ein kleines Spielchen hier spielen. Ein normales Anstoßmenü. Komm, wir sind mal auswärts diesmal. Und wir nehmen mal Liverpool, würde ich sagen. Die Mannschaft, die wir auch im Startscreen haben. Und wir spielen einfach mal gegen. Na komm, nehmen wir mal Paris Saint-Germain. Mit dem guten alten Ibrahimovic. Und dann schauen wir mal, wir spielen auf Weltklasse. Wetter machen wir mal später Abend. Audio machen wir gleich mal den Kommentator aus. Den muss man ja immer wieder neu einstellen. Was ich ein bisschen scheiße finde. Ansonsten machen wir mal so hier. Lambert kann raus. Coutinho rein. Can hier von Bayer Leverkusen. Haben sie ja verpflichtet. Ansonsten würde ich sagen, sieht es so ganz gut aus. Wir packen hier mal Sakko rein. Ich glaube, der hat ein bisschen mehr Pace. Nur ein 70er Linksverteidiger, aber na gut, damit müssen wir wohl leben. Auch José Enrique haben wir hier auch noch. Machen wir mal so. Und dann haben wir im Mittelfeld noch irgendwas anderes zu bieten. Sieht nicht wirklich danach aus. Ja. Dann würde ich mal sagen, es kann losgehen. Auf Weltklasse hier. Mal gucken, wie wir uns schlagen werden. So, ich habe jetzt gar nicht gelesen, was ich machen muss. Da reinschießen. Das probieren wir jetzt auch nochmal hier. Na, ganz weit vorbei. Aber gut, egal. Los geht es. Paris Saint-Germain gegen Liverpool. Das war nicht so gut. Ja, mal gucken, wie wir uns auf Weltklasse schlagen werden. Ich hoffe, ganz gut. Das war nicht so gut, aber es gibt einen Freistoß. Wegen Foul. Oh, das hat er sehr gut gemacht, natürlich. Jetzt haben wir hier Van der Wiel. Einem weiten Pass, der nicht ankommt, sondern bei mir kommt er an. Dann gucken wir mal, was wir daraus machen können. Da kommt Welbeck nicht mehr ran. Welbeck, sage ich schon. Sterling. Na, der kommt durch. Ah, Johnson hat ihn. José Enrique. Ah, das war nicht so gut. Hat abgefangen. Lavezzi hier. Van der Wiel. Ja, Lavezzi. Der Argentinier. Und das gibt eine Ecke, glaube ich. Ja. Da der Ball abgefälscht war. Lavezzi führt auch aus. Und er geht rein, aber kommt er nicht zum Kopfball. Jetzt haben wir hier Motta. Oh, jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's sehr gefährlich. Ibrahimovic war das. Jetzt wird's nochmal sehr gefährlich, aber der geht knapp daneben. War, glaube ich, noch abgefälscht. Da gibt Ecke. Auch David Luiz muss aufpassen. Der steht nämlich da. Den erkennt man ganz gut an seiner Frisur. Und da haben wir vor allem David Luiz. Aber der war schon wieder abgefälscht und es gibt noch eine Ecke. Natürlich auch super. Dann haben wir David Luiz, kommt nicht zum Kopfball. So, jetzt vielleicht mal. Henderson gegen Maxwell. Henderson setzt sich durch. Ah, ein Schuss, aber den kann Sirigu, dürfte das sein, parieren. Gibt einen Einwurf. Oh Gott, da sollte der jetzt nicht hin. Komm, Flanke, Kopfball, kommt nicht gut genug an. Dann haben wir hier Zlatan Ibrahimovic, der guckt schon. Ibrahimovic wieder. Van der Wiel. Ah.
Flankt immer ziemlich früh. So, jetzt haben wir hier Sterling. Der Ball kommt nicht an. Wäre wahrscheinlich sowieso nicht angekommen. Ibrahimovic holt sich die Bälle mal relativ früh ab. Matuidi. Oh Gott. Das war ein ganz, ganz schlechter Ball. Komm. Komm. Coutinho. Coutinho Schuss. Und pariert von Sirigu. Den Keeper von Paris Saint-Germain. Und jetzt Gerard mit der Ecke. So. Schuss. Und der geht vorbei. Schade. Da haben wir nochmal die Situation. Gehen knapp am Tor vorbei, leider. Sirigu mit dem Abschlag. Ibrahimovic. Der Pass war nicht ganz so gut. So. Das war gut. War sehr gut. Henderson macht ihn nicht. Mann. Da liegt doch auf dem Boden und klopft auf den Rasen. Ja, da sieht man, wie er sich ärgert. Ah, verdammt. Also langsam hätte ich mal die Chancen nutzen müssen. Die zweite Hälfte beginnt jetzt gleich. Dann haben wir Ibrahimovic. Ne, gar nicht, Cavani, Mann. Aber das Spiel ist jetzt eh vorbei, beziehungsweise die erste Hälfte ist vorbei. Und ja. Ich hatte, ja, es war relativ ausgeglichen, muss man sagen. Laut Statistik hatte ich eine kleine Schusschance mehr. Aber das war's auch. Mal gucken, ob in der zweiten Hälfte ein bisschen mehr passiert. Ich hoffe es. Jetzt haben wir hier Maxwell. Cavani. Enzo Cavani mit einer Flanke. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Uah. So, komm. Ja, komm, 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 Coutinho. 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 Sterling. Nee, nicht Sterling, Sturridge. Er geht aber jetzt aus. Es gibt Abstoß. Oh Gott, ey. Na toll. Schon wieder eine richtig gute Chance gewesen jetzt. Ich konnte schon wieder nichts draus machen. Den Kopfball gewinne ich nicht. Dann wieder Cavani. Ibrahimovic. Oh Gott, der kommt durch. Aber ich kann schon sagen, erste richtig gute Möglichkeit, ein Tor für den Gegner. Alter. Nimmt er den Volley und haut ihn in den Winkel. Das ist unglaublich. Bam. Das ist unglaublich. Kabay. Okay, da sollte der nicht hin. Matuidi. Schon abgenommen. Das war ein ganz, ganz beschissener Pass. Aber ich habe ihn trotzdem noch. Und wo der hingehen soll, weiß ich auch nicht. Komm, jetzt mach ihn doch mal. Och Mann, ey, das kann nicht wahr sein. Chancenverwertung 0%. Komm, holen dir. Ah, geht jetzt aus. Gibt, glaube ich, sogar einen Wurf für den Gegner.
Auswechslung. Vielleicht kann ich auch nochmal auswechseln. Gucken, was hat er eigentlich hier für Pace? 77er Sprintgeschwindigkeit, 90er Antritt. Okay, krass. Limbert scheint ja nicht so gut zu sein. Na, viel auszuwechseln habe ich jetzt eigentlich auch nicht. Demnach lasse ich das alles mal so. Der ging weit rüber. Zum Glück. So. José Enrique. José Enrique Flanke, Kopfball. Geht wieder knapp vorbei. Alter Schwede. Also langsam muss was passieren, ne? 15 Minuten noch. Und der wird da blockiert, ey, Mann. Sowas wird in FIFA natürlich nicht geahndet. Ey, und wie er den noch behaupten kann, ist unglaublich, Mann. Cavani haben wir hier schon wieder. Jetzt, der geht ins Aus und gibt natürlich einen Einwurf. Kann ich gleich noch ein Stück offensiver gehen? Ja, wechsel doch noch einen ein. Sehr offensiv. Dann wird die ganze Geschichte gleich viel interessanter. So, und da haben wir die Riesenchance. Und er macht ihn. Sterling in der 86. Minute. Hier haben wir nochmal eine Wiederholung. Mit Pfosten, aber Raheem Sterling ausgeglichen mit Pfosten. Also wenn der jetzt nicht gesessen hätte, ne, das wäre unglaublich gewesen. So, Spiel ist gleich vorbei. Oh, jetzt wird's nochmal gefährlich. Komm, den hast du sehr schön. Jetzt guck mal, der kommt wahrscheinlich nicht an. Nein. Und das war's auch mit dem Spiel, würde ich sagen. Hat der nicht gerade was von 2 Minutes at a Time gesagt? Oder habe ich mich da so verhört? Aber egal. Eh vorbei. Wir machen ganz klassisch weiter. Und schauen wir mal, was die Verlängerung bringt. Schön auf jeden Fall, dass wir das 1-1 noch gemacht haben. Warum bitter nötig? Also ich meine, eine Niederlage wäre jetzt wohl so krass unverdient gewesen für Abseits. Da haben wir einen Emo im Hintergrund. Der mit den weißen Haaren. Falls man einen gerade gesehen hat. Oh mein Gott. Es gibt einen Einwurf. Ich guck mal ganz kurz, ob ich jemanden auswechseln kann. Beziehungsweise muss. Gerard sieht nicht mehr so frisch aus. Da packe ich mal Lever hier rein. Ansonsten. Wie sieht's mit ihm hier aus? Sprintgeschwindigkeit. Da, da, da. Dann können wir mal eine neue Option fürs Mittelfeld bringen. Und zwar so. Dann reicht es doch erstmal. Vielleicht mal eine Doppelauswechslung. Hat er mir abgenommen. Hat er gut gemacht. Oh, jetzt muss er aufpassen. Das war aber abseits. Wie es aussieht, oder? Na, keine Ahnung. Wird anscheinend nicht nochmal wiederholt, so. Puh, hat er abgefangen.
Muss ich aufpassen. Pff. Von hinten immer reingegrätscht, ne? Finde ich immer am besten sowas. Das gibt einen Freistoß wegen Foul. Als ob ich aus der Distanz abziehen würde. Durch den Glauber reinzuflanken. Da geht wieder vorbei. Und das war wieder Sterling in der Mitte. Oh Mann. Schon zwei solcher Gelegenheiten hat er die da liegen gelassen. Oh Gott. Der hat doch gerade schon wieder 2 Minutes of Added Time gesagt, oder? Umsteht plus 3. Keine Ahnung, ob das so gewollt ist. Auf jeden Fall ist die erste Hälfte der Verlängerung jeden Augenblick vorbei. Gucken, dass er nicht noch zu irgendeiner Gelegenheit kommt. Ibrahimovic wird gehalten. Jetzt schauen wir mal, dass er hier nichts fabriziert. Sehr schön. Das dürfte es auch gewesen sein, das ist es auch. Das war die erste Hälfte der Verlängerung, die jetzt vorbei ist. Immer noch ein relativ ausgeglichenes Spiel. Ich guck mal, ob ich jetzt noch einen auswechseln kann auf die Schnelle. Na. So. Coutinho sieht fertig aus. Ich bring mal Can fürs Mittelfeld und hau Lalana nach vorne. So, und weiter geht's. Emre Can rein, Coutinho raus. Jetzt mal Van der Wiel. Sehr schön gemacht. Mein Gegner geht, glaube ich, gerade ein bisschen offensiver. Alter Schwede. Das war dezent knapp. Ich hätte nicht sprinten sollen. Und dadurch habe ich den Ball zu weit weggelegt. Das war nicht so gut. Schöner Pass. Und das war ein Foul. Und gibt Freistoß. Kopfball gewonnen. Oh, er kommt. Oh, stören, unbedingt stören, damit er hier nicht flankt einfach. Oh Mann. So, dankeschön. Oh, er ist verletzt. Oh Mann. Das wäre jetzt so ein schöner Konter geworden. Und er bleibt einfach verletzt stehen. Wenn ich jetzt verliere, ist es die Schuld vom Spiel. Weil er auf einmal verletzt stehen bleibt. Oh Mann, jetzt kommt es tatsächlich zum Elfmeterschießen. Oh Gott. Oh Gott, was habe ich denn hier für Scheißschützen, ey. Oh, Lay war weg, ey. Der hat doch überhaupt nicht die Möglichkeiten, ja. Haben wir ihn mal hier als drittes rein. Aga darf mal als erstes ran. Oder? Ich würde sagen, wir hauen hier Henderson. Ah, das ist eine dumme Idee. Ich lasse es mal so hier. Sterling und dann er und dann er und dann er und dann er. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Und dann geht's los. Elfmeter schießen. Ich muss erst parieren. Guck, wo er hinschießt. Ah, da schon mal nicht. Gut zu wissen. Sehr schön. Gut versenkt. Cavani schießt gegen Mignolet. Er fluppt ihn rein. Aga. Bam. Drin. David Luiz schießt. Gehalten. Gehalten. Sehr schön.
Gegen die Latte gelenkt. Sturridge. Und macht ihn. Ich habe es ja immer genau in den grünen Bereich getroffen. Fällt mir überhaupt übrigens auf. Jetzt gucken wir mal. Lukas schießt. Und versenkt ihn. Eingehalten bisher. Lalana. Das war nicht so gut. Ich mach ihn trotzdem. Okay. Ich lieg mit einem vorne. Thiago Silva schießt. Oh, die Mitte. Mann. Gut. Schauen wir jetzt mal, ob ich den machen kann. Henderson. Bam, haut ihn rein. Und das war's. Sehr schön gewonnen. Im Elfmeterschießen noch. Knapp. Knapp. Die Spieler gehen mit einem komischen Gesicht vom Platz. Die Fans jubeln. Ibrahimovic, naja. Guckt, fassungslos. Eigentlich habe ich dieses Tor noch geschossen, 86. Minute. Sehr schön. Am Ende würde ich sagen, sogar verdient gewonnen. Aber ansonsten war es auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Gucken wir uns mal die Spielerbewertungen an. Alle richtig scheiße. Aber bei ihm auch nicht viel besser. Naja. War nicht das beste Spiel, aber es war relativ spannend, würde ich sagen. Und gut, ja, dann würde ich mal sagen, das war's mit der Runde hier, mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.